Heute für euch der Patronus aller Harry Potter Charaktere und ihre Bedeutungen dazu. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit einem bekanntermaßen schwer zu realisierenden Zauber befassen, dem Patronus-Zauber. Genauer gesagt werden wir uns alle bekannten Patronustiere anschauen, die den Figuren in Harry Potter zugeordnet sind und erforschen, welche Bedeutung diese Patronustiere haben. Es war der Gefangene von Azkaban, der erstmals die Idee der Patronustiere einführte, die durch den komplizierten Zauberspruch Expecto Patronum erzeugt werden. Expecto Patronum wird normalerweise verwendet, um Dementoren abzuwehren. In die fantastische Tierwesen erfahren wir zudem, dass der Patronus auch zur Abwehr von Lightfalls genutzt wird. In den meisten Fällen erscheint der Patronus-Zauber als weißer Dampf. Bei besonders talentierten Hexen und Zauberern kann jedoch ein silbrig-weißes Tier erscheinen, welches als der körperliche Patronus bekannt ist. Der Patronus symbolisiert Hoffnung, Glück, Überleben und Reinheit, weshalb er Dementoren abwehrt und auch als Kommunikationsmittel genutzt werden kann, so wie Snape seinen Patronus einsetzte, um Harry zum Schwert von Gryffindor im Wald zu führen. Wenn du ein Mitglied des Lehrkörpers von Hogwarts befragst, würde man dir schnell bestätigen, dass es sich um einen der anspruchsvollsten Zaubersprüche handelt, den ein Zauberer oder eine Hexe beherrschen kann. Obwohl Harry ihn bereits mit 13 Jahren meisterte, gelingt dies vielen anderen Zauberern nie in ihrem gesamten Leben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass erwachsene Zauberer und Hexen nicht einmal einen formlosen Patronus hervorbringen können, so beschämend dieser Gedanke auch sein mag. Deshalb dachte ich, wir sollten heute einen Blick in die historischen Aufzeichnungen werfen und jeden einzelnen Patronus und seinen Zauberer in der Welt der Zauberer verfolgen. Aber bitte denkt daran, dass nicht jeder, den wir kennen aus den Filmen und den Büchern, erfolgreich einen Patronus zaubern konnte. Ihr werdet also nicht unbedingt alle eure Lieblingscharaktere auf dieser Liste sehen. Welche Charaktere auf der Liste sind, werdet ihr gleich sehen. Ansonsten lasst uns direkt loslegen. Andros der Unbesiegbare. Andros der Unbesiegbare zählt zu den frühesten Zauberern in der gesamten dokumentierten Geschichte. Ursprünglich aus dem klassischen Griechenland lebte er in einer dunkleren Zeit. Einer seiner potenziellen Widersacher war der böse Zauberer Herpo der Üble, der als erster Zauberer Basilisken züchtete. Doch Andros hätte ohne Zweifel die Macht gehabt, sich einem solchen Gegner zu stellen. Laut den alten Schriften war Andros so mächtig, dass er einen Patronus heraufbeschwören konnte, der so groß wie ein Riese war. Ilius. Ilius war ein weiterer alter Zauberer aus den Tiefen der Geschichte. Im Gegensatz zu Andros dem Unbesiegbaren konnte Ilius jedoch nicht mit der Spitze seines Zaubersstabs einen kolossalen Patronus heraufbeschwören. Stattdessen nahm sein Patronus die Form einer kleinen Feldmaus an. Zuerst belächelten Ilius Dorfbewohner die geringe Größe seines Patronus. Doch als der dunkle Zauberer namens Rescidian angriff und eine Armee von Dementoren freisetzte, war Ilius winziger Mauspatronus das einzige, was sie retten konnte. Wenn man einen Feldmaus-Patronus hat, deutet das wahrscheinlich darauf hin, dass man ein großartiger Zuhörer ist und sehr freundlich sowie sehr fürsorglich ist. Flavius Belby. Flavius Belby, ein Zauberer, der so bekannt war, dass er seine eigene Schokoladenfroschkarte verdiente, konnte einen Stier, einen Ochsen oder einen Widder als Patronus beschwören. Da ist man sich in der Geschichte nicht so ganz sicher, welches es war. Belby erwähnte lediglich, dass sein Patronus Hörner hatte, so dass es vieles sein könnte. Tatsächlich setzte Belby seinen Patronus ein, um einen Angriff eines Lightfalls zu überstehen. Diese dunklen Kreaturen jagen Zauberer und Hexen. Cho Chang, die kennen wir doch. Während ihrer Zeit an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, lange vor der Schlacht von Hogwarts und Lord Voldemorts Tod, lernte Cho, wie man einen Patronus heraufbeschwört. Als Mitglied von Dumbledores Armee machte sie unter Harrys Anleitung rasche Fortschritte und es gelang ihr, ihrem Patronus eine körperliche Form zu geben, einen Schwan. Wenn du einen Schwan-Patronus hast, bedeutet das, dass du loyal sowie innerlich und äußerlich schön bist. Aberforth Dumbledore. Aberforth war der jüngere Bruder von Albus Dumbledore, dem legendären Schulleiter von Hogwarts, und der einzige Zauberer, den Lord Voldemort je gefürchtet hat. Im Vergleich zu Albus könnte es verlockend sein, Aberforths magische Fähigkeiten zu übersehen, doch Aberforth war keineswegs schwach. Er war in der Lage, einen körperlichen Patronus zu beschwören, was ein Zeichen für einen talentierten Zauberer ist. Sein Patronus nahm die Gestalt einer Ziege an und verteidigte sogar einmal Harry, als die Dementoren ihn bedrohten. Ziegen sind liebevolle Geschöpfe, die sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Wenn du also eine Ziege als Patronus zaubern kannst, spricht das ebenfalls für dich. Albus Dumbledore.
Zauberer und Hexen können die Form ihres Patronus nicht immer selbst wählen. Meistens jedenfalls nicht. Genau wie in der realen Welt treten bestimmte Patronusformen seltener auf. Hunde, Katzen und Pferde sind häufige Patronusarten, während Drachen, Riesen und Mammuts deutlich seltener vorkommen. Bei Albus Dumbledore handelt es sich um einen der seltensten Patronusse überhaupt, einen Phönix, wer hätte es gedacht. Wenn es dir gelingt, diesen Patronus zu beschwören, zeigt das, dass du ein treuer Freund mit stiller innerer Stärke bist. Seamus Finnegan. Wir sprechen oft darüber, wie herausfordernd es ist, den Patronus-Zauber zu beherrschen. Angesichts der vielen Mitglieder von Dumbledores Armee, die ihn jedoch ausführen können, fragst du dich vielleicht, warum sollte es so schwer sein? Schau dir einfach Seamus Finnegan an und du verstehst, wie anspruchsvoll dieser Zauber sein kann. Während seiner Zeit bei Dumbledores Armee gelang es ihm nie, einen vollständigen, ausgebildeten Patronus zu erzeugen. Erst in der Schlacht von Hogwarts manifestierte sich sein Patronus als ein Fuchs auf dem Schlachtfeld. Wer einen Fuchs als Patronus hat, wird oft als listig, klug und durchdacht beschrieben, aber auch weise, flexibel und loyal. Hadley Fleetwood. Hadley Fleetwood erscheint, um es milde auszudrücken, als ein einzigartiger Zauberer. Er taucht in den meisten historischen Aufzeichnungen nicht auf, außer in einer bestimmten. Dort erwähnt der Autor lediglich, dass Fleetwood die Fähigkeit besaß, einen Mammut als seinen Patronus zu beschwören. Mit einem so imposanten und seltenen Patronus könnte man annehmen, dass Fleetwood zu den mächtigsten Zauberern seiner Zeit gehörte. Es gibt nur wenige Informationen über diejenigen, die einen Mammut als Patronus haben, da dies äußerst selten ist. Das lässt jedoch darauf schließen, dass er ein wirklich einzigartiges Individuum wäre. Hermine Granger. Hermine Granger war ein entscheidendes Mitglied von Dumbledores Armee und zählte zu Harry Potters engsten Vertrauten während seiner Suche nach Voldemorts Horcruxen. Genau wie Harry war auch sie in der Lage, einen Patronus in Form eines Tieres zu erzeugen. Ira nahm die Gestalt eines Otters an. Obwohl sie es ungern zugab, war es für sie ziemlich herausfordernd, diesen speziellen Zauber zu erlernen und anzuwenden. Otter sind bekannt für ihre Furchtlosigkeit und natürliche Neugier. Wenn dein Patronus also ein Otter ist, dann zeigst du wahrscheinlich gegenüber einer engen Gruppe von Menschen eine tiefe und treue Bindung und viel Neugier. Harry Potter. Harry Potters Patronus, ein eindrucksvoller weißer Hirsch, wurde zu einem ikonischen Symbol, was sowohl Vor- als auch Nachteile hatte. Als Lord Voldemort die Kontrolle über das Ministerium übernahm, hatten seine Todesser ein besonderes Interesse an Harrys Patronus. Dieser mächtige Hirsch schränkte Harrys Fähigkeiten ein, sich gegen dunkle Kreaturen zu verteidigen. Dennoch war es beeindruckend, wie Harry seinen Patronus so mühelos hervorrufen konnte, was viele Schüler in Hogwarts dazu inspirierte, sich Dumbledores Armee anzuschließen. Personen mit einem Hirsch als Patronus gelten oft als einflussreiche Einführer, die sich leidenschaftlich für das Wohl anderer einsetzen. Sie sind selbstbewusst und vertreten ihre Überzeugungen entschlossen. James Potter. Ähnlich wie sein Sohn nahm auch James Potters Patronus die Gestalt eines weißen Hirsches an. Während James durch die Wälder von Hogwarts streifte, manifestierte sich der Hirsch ebenfalls, wenn er seine Animagusform annahm. Dass Vater und Sohn denselben Patronus teilten, bot Harry in den immer bedrohlicher werdenden Zeiten in Hogwarts einen gewissen Trost. Obwohl Harry nur aus Erzählungen von Persönlichkeiten wie Hagrid und Dumbledore erfuhr, suchte er stets nach einer tieferen Verbindung zu seinen verstorbenen Eltern. Luna Lovegood. Obwohl die Erschaffung eines physischen Patronus eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt, scheint Luna Lovegood definitiv dazu in der Lage zu sein. Ihr Vater Xenophilius Lovegood war als Zauberer zwar sehr eigenartig, dennoch gelang es ihm, einen Patronus zu erzeugen, wenn auch einen, der nicht stark genug war, um eine erkennbare Form anzunehmen. Luna hingegen konnte einen eindrucksvollen weißen Hasen hervorzaubern, wenn sie den Patronus ausführte. Ein Patronus in Hasenform steht für Charakterzüge wie Geduld und Intelligenz. Menschen mit dieser Patronusgestalt sind oft zurückhaltend, bewältigen jedoch Herausforderungen des Lebens mit Ruhe und Besonnenheit. Ernie Macmillan. Vielleicht ist Ernie Macmillan nicht der bekannteste Zauberer für dich. Er wurde dem Haus Hufflepuff zugeteilt, genau in dem Jahr, als Harry Potter zum ersten Mal nach Hogwarts kam. Im Verlauf der Jahre kreuzten sich ihre Wege und Ernie stand Harry manchmal kritisch gegenüber. Es gab eine Zeit, in der Ernie sogar behauptete, Harry könnte der Erbe von Slytherin sein. Doch nach Harrys zweitem Jahr in Hogwarts milderte sich Ernies Skepsis und er zeigte in der Schlacht von Hogwarts vollen Einsatz. Dort kämpfte sein Patronus, ein imposanter großer Eber, mutig gegen die Reihen der Todesser. Menschen mit einem Eber-Patronus nutzten ihre Entschlossenheit, um ihre Ziele zu erreichen. Sie repräsentieren Kraft, Eigenständigkeit und Entschiedenheit. Minerva McGonagall.
Neben Albus Dumbledore und Severus Snape zählt Minerva McGonagall zu den herausragendsten Zauberern im Lehrkörper von Hogwarts. Ihre beeindruckende Fähigkeit spiegelt sich auch in ihrem Patronus wider. Ähnlich wie James Potter war Minerva ein Animagus und konnte sich in eine Katze verwandeln. Genau die Gestalt, die auch ihr Patronus annahm. Ihr Patronus diente dazu, die Schüler von Hogwarts vor der bevorstehenden Gefahr zu alarmieren, besonders kurz vor dem finalen Kampf gegen Voldemort. Menschen mit einem Katzenpatronus zeigen oft wachsame und treue Charakterzüge gegenüber ihren Liebsten und Freunden. Das beschreibt McGonagall ziemlich treffend. Dolores Umbridge. Es mag dich wundern, aber auch Dolores Umbridge hatte die Fähigkeit, einen Patronus zu beschwören. Diese Tatsache wirkt jedoch merkwürdig, da Umbridge bekanntlich eine dunkle Hexe war. Es ist allgemein bekannt, dass jene, die nicht reinen Herzens sind, Schwierigkeiten bei der Erzeugung eines Patronus haben. Was die Situation noch komplizierter macht, ist Umbridges Verbindung zu einem von Voldemorts Horcruxen, während sie ihren Patronus eine Katze zeigte. Wenn du mehr über diese Interaktion erfahren möchtest, habe ich ein separates Video dazu auf diesem Kanal. Schau es dir gerne an und dann wirst du die Antwort erfahren. Lily Potter. Die Patroni von Lily und ihrem Ehemann James ergänzten sich perfekt, denn während James einen Hirsch als Patronus besaß, konnte Lily eine Hirschkuh heraufbeschwören. Solch eine harmonische Übereinstimmung war selten und unterstrich die Einzigartigkeit von Harrys Familie. Eine Hirschkuh als Patronus deutet auf Sanftmut und Fürsorglichkeit hin, sowie auf die Entschlossenheit, die Liebsten um jeden Preis zu verteidigen. Severus Snape. Snapes Patronus ist einer der bewegendsten in der Geschichte. Seine tiefe Liebe zu Harrys Mutter zeigte sich in der Form seines Patronus, der einer Hirschkuh gleicht. Ein klares Zeichen seiner unerschütterlichen Hingabe. Er offenbart Dumbledore gegenüber durch diesen Zauber seine tiefe Verbundenheit zu ihr. Für jeden, der jemals an Snapes Loyalität zu Dumbledore gezweifelt hat, spricht sein Patronus Bände. Wäre er lediglich ein gewöhnlicher Todesser gewesen, hätte sein Zauberstab sich gegen ihn gewandt. Doch dieses Schicksal blieb Snape erspart. Symbiosa Rawle. Symbiosa Rawls Patronus manifestierte sich in der Form eines Marienkäfers. Interessanterweise war dieser kleine Patronus trotz seiner bescheidenen Größe äußerst machtvoll. Wenn dein Patronus diese Form annimmt, mag es sein, dass man deine Fähigkeiten unterschätzt. Dennoch zeigst du immer wieder, dass du vertrauenswürdig, kraftvoll und zuverlässig bist. Kingsley Shacklebolt. Kingsley Shacklebolts Patronus nimmt die Form eines Luchses an, einer mittelgroßen Wildkatze mit kräftigen Pfoten für schneebedeckte Untergründe und markanten Schnurrhaaren im Gesicht. Obwohl in den Büchern klar wird, dass Kingsleys Patronus ein Luchs ist, spiegelt dies nicht genau die Darstellung in den Filmen wider. In den Filmsequenzen, speziell während der Hochzeit von Bill und Fleur, symbolisiert Kingsleys Patronus den bevorstehenden Zusammenbruch des Ministeriums. In der Darstellung erscheint sein Patronus lediglich als eine schlichte Lichtkugel, was darauf hindeuten könnte, dass es sich um eine abstraktere Form eines Patronus handelt. Wenn dieser Patronus dich repräsentiert, zeichnet es dich als ein individuelles Wesen aus, das von vielen geschätzt und geliebt wird. Nymphedora Tonks. Der Patronus von Nymphedora Tonks nimmt eine besondere Bedeutung an, da er sich im Laufe ihrer Lebensereignisse, insbesondere ihrer Beziehung zu Remus Lupin, verändert hat. Vor ihrer Beziehung zu Remus manifestierte sich ihr Patronus als ein Hase, doch nachdem sie eine Beziehung zu ihm aufnahm, nahm ihr Patronus die Gestalt eines Wolfes an, derselben Form wie Remus Patronus. Dies symbolisierte eindrücklich ihre tiefe Bindung zueinander. Sollte dein Patronus die Gestalt eines Wolfes annehmen, deutet dies darauf hin, dass du deinen inneren Gefühlen und Intuitionen vertrauen und oft die richtigen Entscheidungen treffen solltest. Remus Lupin. Obwohl Remus oft einen nicht körperlichen Patronus heraufbeschwor und nicht die fortgeschrittenere körperlichere Variante, sollte dies nicht als Maßstab für seine magischen Fähigkeiten gesehen werden. Tatsächlich besaß Remus die Fähigkeit, einen körperlichen Patronus zu formen, doch er entschied sich bewusst dagegen. Der Grund dafür war seine Verwandlungsfähigkeit in einen Werwolf, und sein Patronus reflektierte unabsichtlich diese wolfsähnliche Natur. Da Remus sich wegen seiner Verwandlungsfähigkeit schämte, wählte er, sein Patronustier geheim zu halten, wenn er den Zauber aussprach. Arthur Weasley. Arthur Weasley, das Oberhaupt der Weasley-Familie, besaß einen Wiesel-Patronus. Erstmals erschien dieser, als er an Harry Geburtstagsglückwünsche sendet, und er taucht erneut auf, als er seinen Patronus nach Grimmauld Place schickt, um Harry, Ron und Hermine zu versichern, dass die Weasleys in Sicherheit sind. Es ist kaum verwunderlich, dass der stets neugierige Vater der Weasley-Geschwister einen Patronus besitzt, der so treffend zu seinem Nachnamen passt. Personen mit einem Weasel-Patronus zeichnen sich oft durch ihre Spontanität, Spielfreude und Intuition aus, auch wenn sie manchmal etwas chaotisch wirken können. Ginny Weasley.
Ginny Weasley, die Tochter der Weasley-Familie und später Ehefrau von Harry, besaß einen Patronus in Form eines Pferdes. Es ist nicht überraschend, dass Ginny, bekannt für ihren freigeistigen Charakter, ein Wildpferd als Patronus wählte. Personen mit einem Pferdepatronus sind häufig leidenschaftliche Individuen. Ron Weasley. Ron Weasleys Patronus nahm die Gestalt eines Jack Russell Terriers an, einer Rasse, die für ihre Loyalität und Schutzinstinkte bekannt ist. Angesichts von Rons ständiger Präsenz als treuster Freund von Harry ist diese Wahl des Patronus sehr passend. Personen mit diesem Patronus können sehr hartnäckig sein, wenn sie ihren Weg gehen wollen, zeigen jedoch stets Loyalität und Mut, wenn es darum geht, ihre Angehörigen zu verteidigen. Fred und George Weasley. Obwohl der Patronus der Weasley-Zwillinge in den Filmen nicht enthüllt wurde, hat J.K. Rowling später auf Twitter verraten, dass sie tatsächlich einen Patronus besitzen. Es kommt nicht überraschend, dass diese beiden Brüder, die so vieles gemeinsam haben, auch ein gemeinsames Patronustier teilen. Der Patronus der Zwillinge manifestierte sich in der Form einer Elster, einem kleinen, aber lauten Vogel aus der Familie der Krähen. Die Wahl der Elster als Patronus spiegelt ihre spielerische und manchmal schelmische Natur wider. Rowling kommentierte dazu: Im Vereinigten Königreich gibt es das Sprichwort: einer für Kummer, zwei für Freude. Außerdem sind sie ziemlich gesprächig und verspielt. Neville Longbottom. Trotz Nevilles Teilnahme an den Treffen von Dumbledores Armee hatte er große Schwierigkeiten, einen Patronus in voller Form zu beschwören. Zwar beherrschte er die Grundlagen und konnte einen nicht körperlichen Patronus erzeugen, doch ihm fehlte die Fähigkeit, einen körperlichen Patronus in Tiergestalt zu erschaffen. Es ist leicht vorstellbar, dass wenn er dazu in der Lage wäre, sein Patronus die Form einer Kröte annehmen würde, als Erinnerung an sein treues Haustier Trevor. Rescidian. Rescidian dient als ein drastisches Beispiel dafür, warum man nicht versuchen sollte, einen Patronus zu beschwören, ohne reine Absichten zu haben. Dieser düstere alte Zauberer plante mit Hilfe dunkler Magie und einer Schar von Dementoren ein Zaubererdorf anzugreifen. Seine finsteren Absichten wurden jedoch durch Ilius, den wir bereits kennen, zunichte gemacht. Ilius nutzte seinen kleinen, aber kraftvollen Mauspatronus, um Rescidian und seine Dementoren zu vertreiben. Nachdem Rescidian erlebt hatte, wie effektiv Ilius Mauspatronus gegen seine Dementoren war, entschied er sich, es selbst mit einem Patronus zu versuchen. Dieser Entschluss sollte sich als fatal erweisen. In seinem Zorn entschied sich Rescidian, persönlich einzugreifen und versuchte einen Patronus gegen Ilius Maus zu richten. Dabei vergaß er jedoch, dass nur ein reines Herz fähig ist, einen Patronus zu erschaffen. Dies führte zu einem tragischen Ende. Zum ersten Mal wurde sichtbar, welche Konsequenzen es hat, wenn ein begabter, aber moralisch zweifelhafter Zauberer den Zauber ausführt. Aus Rescidians Zauberstab krochen Maden hervor und verschlangen ihn rasch, bis nichts mehr von ihm übrig war. Es gibt noch einige weitere Charaktere aus dem Harry Potter-Universum, die einen Patronus in körperlicher Form heraufbeschwören können. Diese sind allerdings fast nicht bekannt und wenn dann nur aus einigen Spielen und nicht aus den Filmen und den Büchern. Das wollte ich euch auf jeden Fall nicht mehr zumuten. Falls ihr das unbedingt trotzdem sehen möchtet, schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann mache ich mich direkt an die Arbeit. Und damit ist die Liste aller bekannten Harry Potter Patronusse abgeschlossen. Falls euch das Video gefallen hat und diese Liste, lasst gerne ein Like und ein Abo für das Video und den Kanal da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.